Unter dem Titel «Hoher Besuch der Stickereiindustrie» erschien in der Wieler Zeitung am 24. September 1913 ein Bericht über die Fürstin von Baroda in Indien, die auf der Rückreise von St. Moritz der Stadt St. Gallen einen Besuch abgestattet hatte. Sie wollte die St. Galler Stickereiindustrie kennenlernen und besuchte dabei auch in Wiel die Firma Reichenbach an der Sentisstraße, wo sie für sich und ihre Freundinnen nicht unbedeutende Einkäufe tätigte. Die spätere Maharani war 1872 als Srimant Gayarabai Gatge geboren worden. Am 28. Dezember 1885 heiratete sie den Maharaja Saya Rao III. Es war dies seine zweite Ehe, aus der 4 Söhne und 3 Töchter stammen. Rao III. Galt damals als einer der reichsten Fürsten Indiens. Sein jährliches Einkommen wurde 1913 auf 60 Millionen Franken geschätzt. Die Fürstin war im Rang höher als ihr Mann, sie war nämlich eine Königstochter. Ein auf ihrer Stirn eingesetzter Rubin war das äußere Zeichen ihrer königlichen Herkunft. Die Maharani Chimnabai war, ebenso wie ihr Mann, in England erzogen worden und politisch und sozial sehr interessiert. Unter anderem war sie die Autorin eines Werkes zur Position der Frauen im indischen Leben. Am 23. August 1958 ist sie in Bombay gestorben. In der Wieler Zeitung vom 29. Mai 2007 wurde kurz erwähnt, dass in New York der legendäre Perlenschmuck des einstigen Maharajas von Baroda zu einem Rekordpreis von 7 Millionen Dollar versteigert wurde.